Wir erinnern heuer nicht zufällig an Teddy Kollek. Teddy Kollek war federführend daran beteiligt, dass das Jüdische Museum Wien wieder begründet worden ist im Jahr 1988. Wir feiern also heuer 30 Jahre Jüdisches Museum. Und im Jahr 1993 ist das Museum hier eingezogen in das Palais Eskeles. Er war ein phänomenaler Politiker, aber ein Visionär und Praktiker in einem. Und er hat sich viele seiner Träume wirklich erfüllt. Einiges davon konnten wir in der Ausstellung auch umsetzen. So gibt es etwa ein Foto, wo er als 14-jähriger Fußball spielt und daneben das Teddy Stadium in Jerusalem. Also wer kann sich schon den Traum erfüllen, dass ein Fußballstadion nach einem benannt wird? Aber nicht nur das. Er ist Wiener. Er ist geprägt durch die Wiener Kultur, durch die Wiener Gebäude. Ja, ihm war es wichtig, wenn er nach Palästina geht, dass er eben auch die Wiener Kultur mitnimmt. Teddy Kollek war ein Wiener, so wie er hier dargestellt wird. Und Teddy Kollek hat dieses Haus aus der Taufe gehoben. Und das war natürlich für uns alle hier in Wien lebend ein tolles Momentum. Was ich bewundert habe an ihm, war eine politisch-kulturell so komplizierte Stadt, wie das zweifelsfrei Jerusalem ist. Eine Stadt, die nun wirklich nicht frei von Konflikten war und leider auch ist. Jedenfalls in seiner Bürgermeisterzeit so zusammenzuführen, so zusammenzuholen, so ausgleichend zu wirken, genau durch die Art, wie es hier geschildert wurde, durch seine Tätigkeit, die er nicht im Büro versehen hat, sondern bei den Menschen. Er wurde, wie König Herodes, ein einfacher Baumeister von Jerusalem und hat in vielen Bereichen Aufbauarbeit geleistet, in Bildung, Kultur, Wirtschaft und Sozialem. Die Moses-Mendelssohn-Stiftung verleiht die Moses-Mendelssohn-Medaille 2018 an das Geschwisterpaar Osnat und Amos Kollek für ihr Engagement für Toleranz und Verständigung innerhalb der kulturellen und religiösen Gruppen in Jerusalem sowie die Verbesserung des österreichisch-jüdischen Verhältnisses, ein Erbe, das sie von ihren Eltern übernommen haben und weiterführen. Vienna was the home of my family. And it's today a very significant day of closing a circle where photos never shown before, which I found after the passing away of both my parents, photos of their ancestors, things that they wrote, are first displayed at all in exhibition and here in Vienna where they lived for generations.